Hallo und herzlich willkommen zum Communio Bundesliga Tagebuch Folge 23, 24, irgendwie sowas. Der vierte Spieltag ist vorbei. War spannend, waren ein paar sehr eindeutige Ergebnisse. Bayern gut, war von auszugehen gegen Mainz. Leverkusen gegen Freiburg nicht unbedingt. Dortmund gegen Köln auch nicht ganz so unbedingt, wobei Köln halt schon ziemlich in der Krise ist. Freiburg ehrlich gesagt auch. In der Krise sind wir auch. Und zwar schauen wir uns jetzt mal die Punkte an. Wir haben doch tatsächlich mal einen Torschützen im Team. Lars Stindl. Nach 4 Spieltagen trifft er mal. Also endlich lohnt es sich ein bisschen, ihn zu haben. Trotzdem sinkt der Marktwert weiter. Okay. Die englische Woche steht an. Also es wurde ein bisschen rotiert. Letzte Woche war auch Champions League. Von daher war Demme nicht von Beginn an im Team. Hat auch ziemlich, naja, gespielt. Krasser Marktwertverlust, ist aber egal, Demme behalten wir auf jeden Fall. Also da kann es der Marktwert erstmal egal sein. Kai Havertz hat endlich mal wieder gespielt von Beginn an. Er hat trotz einem 4-0 bei keinem einzigen Tor mitgewirkt in der Offensive, hat aber trotzdem solide gespielt. Also kann ich unzufrieden sein. So, jetzt kommen wir zu unserem größten Problem. Und zwar Hector verletzt. Benesch war noch im Team, ist verletzt, habe ich aber abgegeben am Tag, wo er sich verletzt hat, weil ich dachte, ich kriege noch eine Alternative für den. Ich war eh unzufrieden mit ihm und deshalb schnell verkauft, bevor er noch weiter sinkt. Aber leider habe ich dann gar keine Alternative bekommen. Mike Franz hat, ja gut, zwei Freiburger im Team bei einem 4-0-Niederlage ist natürlich blöd. Minus 4 Punkte für Mike Franz. War erst eigentlich nur auf der Bank, aber Raschi hat sich dann verletzt und dann hat er gespielt. Und das ist auch nicht wirklich gut. Soyuncu auch minus 2. Ja gut. Ist okay. Also ist Soyuncu im Endeffekt bei 0 und Franz im Endeffekt auch bei 0. Relativ für den Arsch. Wir haben das Problem, dass morgen schon wieder der nächste Spieltag ist. Ich muss jetzt unbedingt einen Mittelfeldspieler bekommen. Ich wollte eigentlich Klaus haben, der war auf dem Transfermarkt. Aber dadurch, dass bei wem anderes irgendein Spieler nicht verkauft wurde, wird Klaus jetzt nicht verkauft. Also muss ich mich anders umschauen. Es gibt ein paar Alternativen, aber die sind nicht gut. So wie ich das verstanden habe, kriegt man minus 4 Punkte, wenn man eine Position unbesetzt hat. Also ich habe an diesem Spieltag neben diesen ganzen Minuspunkten und ein paar geringen Pluspunkten auch noch Minuspunkte bekommen durch die freie Stelle. Das müssen wir auf jeden Fall beheben, weil das ist halt dann doch sehr unnütz. Aber noch zu den Verletzungen von Hector und Benesch kommt jetzt auch noch die Philippe-Verletzung. Die war am Freitag. Philippe fällt aber, also fällt auf jeden Fall in der Woche jetzt aus, das ist klar, aber ich glaube, der fällt nicht ganz so lang aus. Hector fällt richtig lang aus. Den würde ich eigentlich ganz gern verkaufen, aber ich muss halt jetzt eh noch warten und der wird bis dahin unter 2 Millionen gefallen sein. Das ist dann eigentlich eine Schande, den für das Geld zu verkaufen. Vielleicht kriege ich finanziell das irgendwie noch anders hin. Ich würde mich auch irgendwann gerne von Soyuncu und Franz trennen. Müssen mal gucken, gegen wen Freiburg nächstes Mal spielt. Also übermorgen. Und wie sie da spielen. Hatten am Anfang auch echt Pech. Die zwei ersten Schüsse von Leverkusen waren halt Fernschüsse. Aber trotzdem waren die deutlich unterlegen. Und da sind die Minuspunkte auch gerechtfertigt. Stafelidis wurde in der 80. eingewechselt. Ich habe mal gehört, dass wenn man 10 Minuten spielt, bewertet wird. Und er hatte auch mal 2 Punkte da stehen. Die sind aber verschwunden. Er hat jetzt gar keine Punkte dafür bekommen. Aber scheint so, als ob er zumindest mal wieder auf dem Radar des Trainers ist. Max hat leider sehr gut gespielt. Das ist ja quasi der Konkurrent auf der Seite. Aber durch englische Woche kann sein, dass sie jetzt mal rotieren und Stafelidis von Beginn an spielt. Ist so ein bisschen meine Hoffnung. Niklas Stark auch gar nicht gespielt. Der hat aber auch echt schlecht gespielt im Spiel davor. Mal gucken, ob der eingesetzt wird. Also es läuft überhaupt nicht und ausgerechnet jetzt bei 3 Verletzten kommt die englische Woche. Gucken wir uns das mal an, das ist der Kader. Den kann man sich schon wegdenken, wird 0 Punkte bringen. Also Hector, Philippe auch. Die Position ist noch frei. Da müssen wir mal gucken auf dem Transfermarkt, wo da die Alternativen sind. Eieiei. Er wird auf jeden Fall spannend. Wir haben 1,66 Millionen. Das ist die Mannschaft der Woche. Ja, Max ist dabei. Nicht gut für uns. Sonst keine großen Überraschungen. Ja, Philipp hat überraschend gut gespielt, vielleicht. Das war so unerwartet. So, Kimmich wurde gekauft. Ist ganz spannend. Ansonsten, ja, Otschipka wurde verkauft.
kannst deine Punkte hier sehen. So, gucken wir uns nochmal die Punkte richtig an. Genau, das ist nämlich Chris deutlich vorne. Hat wieder ganz gut gepunktet, nicht überragend. Ne? Also, sag mal, über 30 Punkte ist halt ganz gut. Der Neste auch konstant langsam. Also, da haben sich dann doch einige vorne versammelt. Und irgendwann, da sind wir. 11 Punkte damit, glaube ich. Ah, nee, Tobi war noch schlechter an dem Spieltag. Dennis hat 0. Hatte der. Ah, nee, ich glaube, der hat einfach keine guten Spieler gehabt an dem Tag. Also, es läuft echt überhaupt nicht. Schon sehr da, minus 4. An dem war ich auch dran. Bin ich relativ froh, dass ich ihn nicht habe. Sehr viele Minuspunkte, auch Kater, weil ich ihn nicht ganz verstehe. Na gut, also für ihn auch kein guter Spieltag, aber der Großteil hat dann doch gepunktet und wir müssen echt aufpassen, dass wir nicht komplett die Verbindung, zumindest mal an Platz 8, nicht verlieren. Wobei man sagen muss, sobald mal einer trifft, kriegt man dann doch einen ganz guten Punkteboost und so 5, 6 Spieler von mir werden schon spielen. Naja, irgendwie muss man sich an die Punkte retten und einfach Glück haben, dass die, die spielen, gut spielen. Havertz hat auf jeden Fall wieder Potenzial. Stindl scheint sich auch ein bisschen gefangen zu haben. Trotzdem sieht es nicht ganz so gut aus. Wir gucken auf den Transfermarkt, weil wir brauchen unbedingt noch einen Mittelfeldspieler. Aber wir dürfen halt auch kein Minus machen, weil der muss morgen im Kader sein und morgen dürfen wir kein Minus haben auf dem Konto. Pulisic, nee, Bittencourt nicht bezahlbar. Osako auch ist halt. Ja, wir könnten natürlich auch auf 4-4-2 umstellen. Also auch einen Stürmer könnten wir in Betracht ziehen, aber die sind in der Regel ja noch teurer. Ein Schuster wird glaube ich nicht verkauft. Würde ich jetzt auch nicht unbedingt haben. Noch ein Freiburger wäre ein bisschen dumm. Hier, vielleicht interessant, Mali, weil ja jetzt der Schmidt Trainer von Wolfsburg wird. Jonker wurde entlassen und die kennen sich ja noch aus Mainzer Zeiten. Also denke ich mal, dass er gerade am ersten Spieltag jetzt übermorgen oder morgen, ich weiß nicht, wann die spielen, auf Mali setzen wird, weil er den auch einfach kennt. Das ist vielleicht für ein paar Leute interessant. Den könnte man sich jetzt mal gönnen. Die Mata sind wir leider, ne, kann man nicht ganz ran finanziell. Also wir können jetzt echt nichts Gutes holen. Dadurch, dass wir Klaus nicht bekommen, können wir schon vergessen, können wir eigentlich zurückziehen. Wurde mir schon gesagt, dass der nicht verkauft werden kann, weil sonst Teljus selber keinen Spieler hat. Also bleiben eigentlich nur noch Ox. Aber da weiß ich nicht, ob der verkauft wird und ob er spielt. Ox bleibt. Und Ofori kenne ich ehrlich gesagt nicht mehr richtig. Und Baumgartlinger. Da muss ich mal gucken, was ich biete. Das war jetzt nur so ein Dings, das wird gleich noch verändert. Auf jeden Fall müssen wir damit halt die Lücke erstmal stopfen. Vielleicht haben wir total Glück und einer wird reinrotiert. Mal auf Liga-Insider gucken, wie hoch da die Wahrscheinlichkeiten sind, dass Ofori spielt. Weil ich ehrlich gesagt keine Ahnung habe von Stuttgart. Die Spiele habe ich nicht so richtig. Oh. Upamecano verletzt, das ist auch spannend. Klostermann auch verletzt, den wollte ich eigentlich auch haben, sehr gut. Gegen PSG, ja, Protest, das ist auch natürlich ein Thema für sich. Die Proteste von Köln nach diesem irregulären Treffer, wo der Schiri schon abgepfiffen hat, aber naja, sind wir mal ehrlich. Köln hätte auch, ne, auch so nicht gewonnen. Die waren halt einfach deutlich, deutlich schlechter. So, Mangala. Das ist so die Startelf, die angepeilte. Ist der denn verletzt? Nee, verletzt ist er nicht. Ofori. Gibt es da irgendwelche Meinungen zu? Akolo bekommt eine Pause. Akolo, Akolo, Akolo. Ist der im Mittelfeld? Nee. Ach so, ja. Ich würde mal behaupten, dass dieser Ofori nicht spielen wird, aber wir müssen halt irgendwie. Also, ich kann es mir jetzt nicht leisten, dass ich beide nicht bekomme und ich werde da vielleicht noch auf Ox bieten oder auf eine Alternative in der Offensive. Ich muss irgendwie gucken, dass ich zumindest mal Spiele habe, dass wir über diese englische Woche kommen und dann schaue ich mal, wie das mit den Verletzungen aussieht, ob man Hector halten kann oder wie lange der verletzt ist und was mit Felipe ist. Dass Benesch jetzt weg ist, ist nicht sonderlich schlimm. Der wird nicht mehr viel wert sein. Ja, also es läuft nicht sonderlich gut. Und das trifft uns jetzt mit den drei Verletzungen ausgerechnet in der englischen Woche, was natürlich sehr ärgerlich ist, weil da sind dann die Punkte dann doch ziemlich
krass weg. Trotzdem müssen wir mal schauen. 69 Punkte ist nicht gut, aber kann noch besser werden. Wir gucken uns das mal an, wie die englische Woche läuft. Gladbach gegen Stuttgart, kann man nur hoffen, dass da Stindl trifft. Also wäre gut, wenn irgendwie ein, zwei Leute von mir treffen würden, vielleicht Havertz und Stindl, dass da wenigstens die Punkte reinkommen, dass ich nicht im Minus lande. Ja, das sehen wir aber alles wie jede Woche halt erst nach dem Spieltag, was dann jetzt wirklich passiert ist. Es kann nur bergauf gehen, wobei nicht ganz, es kann noch weiter bergab gehen. Hier, du hast zwei verletzte Spiele. Ach, das ist sehr ärgerlich. Aber Verletzungspech, da kann man nicht viel für. Das zerstört nur den Kader leider ziemlich. Naja, mal gucken, wie es weitergeht. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.